Moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz anderen Video, ganz anderer Art. Und zwar möchte ich heute mal ein paar Leuten was zeigen. Viele sind ja jetzt neu hier auf dem Kanal und einige sind von meinem alten Kanal mitgekommen, wissen, aber die neuen wissen teilweise noch gar nicht, dass es sowas wie meinen alten Kanal überhaupt gab. Und ja, tatsächlich, ich hatte mal früher einen Kanal, schon mehrere, und wir sind auch schon direkt drauf. Ich werde mal jetzt nicht ganz so viel cutten, weil ich habe auch nicht mehr ganz so viel Zeit gerade, muss dann gleich zur Uni nochmal. Jedenfalls, ihr könnt sehen, 3434 Abos ist wahrscheinlich so das, was am meisten interessiert, wenn man sich so überlegt, ja Digga, du bist ja voll Fame gewesen, warum hast du nochmal einen Neuanfang gemacht? Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, also ihr seht, ich hatte damals schon irgendwie merkwürdige Videos gemacht, größtenteils auch Minecraft, auch viele Livestreams unter anderem, auch ja, so viele private Videos oder Livestreams, die mittlerweile nicht mehr von euch einsehbar sind, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn man sich das mal so ansieht, das ist halt schon irgendwie alles ziemlich hart Clickbait-mäßig. Und Top-YouTuber und dies und das kennt man ja auch heutzutage von Base. Ich hab ja jetzt mehr oder weniger damit aufgehört. Und vor allem, wenn wir uns das mal anschauen und nach den beliebtesten Videos sortieren, sehen wir, mein beliebtestes Video insgesamt sind die 5 höchsten Wasserrutschen der Welt. Und das war ja mal ein absoluter Flop. Also Flop in Anführungsstrichen, wenn wir uns mal draufklicken. 620 Daumen nach oben, das ist unnormal viel. Und 80 Daumen nach unten. Und das, verdammt nochmal, ist auch unnormal viel. Und die Kommentare waren von ist geil bis ist scheiße. Es war alles mit dabei. 70 Kommentare, es geht eigentlich sogar. Also das ist so das erfolgreichste Video, was ich jemals auf YouTube gemacht habe. Aber auch das Video, bei dem ich mir am meisten wünsche, dass ich es nie gemacht hätte. Weil damit habe ich einfach die Community, die ich mir aufgebaut habe mit Minecraft und mit Netzsein und so dieses freundliche Olaf-Gesicht zu zeigen, habe ich mir dadurch kaputt gemacht, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ach komm, du schaust mal, wozu du in der Lage bist. Und da habe ich rumprobiert und habe mich schlau gemacht, wie man Tags richtig setzt und wie man Video richtig trendet. Und direkt im Anschluss habe ich dann nochmal eins mit 9000 Aufrufen hochladen können und so. Das war keine gute Entscheidung. Und das war auch dann schlussendlich der Grund, weshalb sehr viele von meinen aktiven Zuschauern entweder deabonniert haben oder inaktiv wurden und so weiter. Und am Ende, wenn wir uns jetzt von neu nach alt sortieren, habe ich jetzt mein letztes Video vor einem Monat glatt hochgeladen. Das war nicht mal ich, der das hochgeladen hat, sondern Based. Hier ein Video, das ich auch auf meinem anderen Kanal hochgeladen habe, wo ich auch stolz drauf bin. Und ansonsten mal eins über Witmi, das war auch ein cooles Video, da kann ich auch voll dahinter stehen. Ungefähr hier kann man ungefähr hier zwischen dem Batman-Video und der Evolution of Music kann man so einen Strich setzen und sagen, okay, hier bin ich wieder zur Vernunft gekommen. Was aber viele nicht mitbekommen haben. Dann habe ich auch irgendwann gesagt, ich höre auf mit Minecraft, wo ich im Schluss endlich eigentlich nur in dem Video gesagt habe, dass ich jetzt Minecraft auf einem extra Kanal mache, auf dem ihr das übrigens gerade seht. Ja. Und aber viele haben nur gesehen, okay, der hört auf mit Minecraft, tschüss, und weg waren sie. Und damit habe ich einen Großteil meiner aktiven Community verloren. Und irgendwann, ihr seht es selber, mit 3400 Abos dann ein Video hochzuladen, das 176 Aufrufe, 353 Aufrufe hat. Hier mit Melina und so, das ging noch, aber selbst 444 Aufrufe ist für einen 3000 Abo-Kanal eigentlich kaum was, jetzt ohne mich beschweren zu wollen. Und das hat mich dann einfach so demotiviert und demoralisiert, da ich mir gedacht habe, komm, du hast so viele Fehler begangen hier auf dem Kanal, du musst einfach nochmal von vorne starten, du musst einfach nochmal einen Schlussstrich setzen und du hast jetzt vieles dazugelernt und fängst nochmal von vorne an. Und genau das mache ich hier auf dem Kanal, ich versuche es zumindest und entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und was mit dem Kanal hier passiert, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal ein Video hochladen auf dem Kanal, wo ich sage, hey Leute, an alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, ich habe einen neuen Kanal, kommt doch darüber und so. Aber größtenteils wird der hier wahrscheinlich inaktiv bleiben. Wahrscheinlich, meine ich auch wahrscheinlich. Es kann sein, dass ich vielleicht noch irgendwas hier drauf starte, was halt überhaupt nicht zu meinem jetzigen Kanal passt, wo ich einfach Lust drauf habe. Aber ja, das ist jetzt halt einfach schlussendlich so. Ich hoffe, ich konnte das jetzt halbwegs klar ausdrücken und verdeutlichen und so. Und ich wünsche euch allen einen restlichen wunderschönen Tag. Die Abonnenten, die neuen, werden vorgelesen beim nächsten Video, weil das jetzt hier nicht wirklich reinpasst. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Olaf.